Herzlich willkommen zurück im zweiten Teil von Let's Play. Jerry. Ich verkneife jetzt mal den Rest und wir gehen jetzt hinaus. Und sind jetzt vor dem Diner. Und hier haben wir ganz viele Hotspots. Eieiei. Unserem Kofferraum. Okay. Ted-Wagen. Was haben wir denn da? Ted würde mich nie mit seinem Wagen fahren lassen. Ted's Wagen. Er ist sein Ein und Alles. Wenn da auch nur ein Fleck draufkommt, ist Ted sofort da, um ihn zu polieren. Aha. Also müssen wir Flecken drauf machen. Hier drin ist meine Gitarre. Aha. Jerrys Auto, Jerry Kofferraum, was haben wir da? Aufklappschild. Und was steht da drauf? Das wieder gesehen. Tut mir leid, Luna, aber ich muss mir das mal kurz ausleihen. Aha. Okay, zur Diener-Seite. Dass wir selber einen Hotspot haben, das macht mich schon ein wenig kirre manchmal. So, was haben wir denn hier? Ach, guck an. Was haben wir denn da? Eine Bowlingkugel in einem Diner. Ja, ist klar. Die nehme ich mal an mich. Ist ja nicht unhandlich oder so. Nein, überhaupt nicht. So eine Bowlingkugel hat jeder in der Tasche. Die einen mehr, die anderen weniger. Vorhängeschloss. Eieiei. Oh, der Container ist mit einem dicken Vorhängeschloss gesichert. Seltsam. Wer klaut denn Müll? Mit der Katze. Nein, ich glaube klauen nicht, sondern dabei stellen. Mit der Katze. Ich lass die besser in Ruhe. Ach, ich habe eine süße kleine Mietekatze. Okay, Vorhängeschloss. Wie kriegen wir das kaputt? Ein Vorhängeschloss versperrt mir den Zugang zum herrlichen Müll. Ich brauche einen Schlüssel. Oder irgendwas zum Kaputtmachen vielleicht. Wie nehme ich denn Sachen aus dem Inventar? Ah, so, okay. Wie soll das klappen? Ja, kaputt machen. Das kann ich nicht. Ah, okay. So, denn zur... Komme ich da nicht hoch? Nein, ich komme da nicht hoch. Warum haben wir jetzt Bodenkatze. Eine Bodenkatze. So tief bin ich auch noch nicht gesunken, dass ich hier schlafe. Noch nicht. Was? Hier ist nichts Besonderes. So ein braves Kätzchen. So was braves. Hier ist nichts Besonderes. Ja. Ein Taschenmesser, wo kommt das denn her? Die alte Kaffeemaschine. Okay, wo kommt das Hundegebelle her? Die Frage ist, kann ich wohin fahren? Nein, kann ich nicht. Ja, hier vorne gibt's auch nichts. Vielleicht ein paar Kratzer in das Auto machen? Könnte ja sein. Keine Flecken, sondern tiefe Kratzer. Ja, nee, ist klar. Ja, doch. Ja, nee, ist klar. Ja, nimm das Messer doch mal weg. Die Bowlingkugel draufschmeißen. Das kann ich nicht machen. Ach, du könntest schon, du willst nur nicht. Dem Auto ein Liedchen singen, das wäre, glaube ich, ein bisschen blöd. Gut, dann gehen wir wieder ran. Okay, jedes Mal muss geladen werden, das ist auch nicht schlecht. Spielt ihr was vor? Nö. Nein. Wie soll das klappen? Na, nimm doch einfach die Gitarre weg. Das kann ich nicht machen. Okay. Ja, nee, ist klar. Sagt er das jetzt immer? Wie soll das funktionieren? Nein, er sagt auch irgendwas anderes. Cool. Nee, das ist Wix-Kaffee. Und auf entkoffeiniert stehe ich auch nicht. Wix-Kaffee. Scheint aber entkoffiniert zu sein. Das ist Lunas Vater. Ah ja, guck mal, ein Hopi-Indianer. Das ist Lunas Vater. Von Barnett Springs. Das ist Lunas und Vater. Und rein zufällig auch... Das ist Lunas Vater. Noch Lunas Vater. Geil abgekürzt. Oh, herrlich. So, können wir nochmal mit ihm hier reden? Vielleicht über sein Nö, Auto? Jetzt nicht. Wie jetzt nicht? Nö. Jetzt nicht. Wieso das denn nicht? Ah, Fred. Ich kenne ihn schon ewig. Oder war es Ed? Es könnte auch Ted gewesen sein.
Der örtliche Automechaniker und ein recht passabler Bassist. Jerry, ich kann dich hören. Ist alles in Ordnung? Du redest wieder mit dieser Erzählerstimme. Ja, alles gut, Fred. Mach dir keine Sorgen. Also über dein Namensgedächtnis mache ich mir schon Sorgen, Harry. Jerry. Ja, ist klar. Ein Bassist? Wie soll das klappen? Oh, ihm was vorspielen. Oder es ihm zeigen. Mann, ey. Ach, meine Geliebten, naja, bis auf dieses eine Mal in Arizona, wo dir mitten im Gig die A-Seite gerissen ist. Ah, das kann... Guck mal hier, kannst du... Nein! Oh, geh da zurück. Kannst du die vielleicht reparieren? Wie soll das klappen? Wenn er Autos repariert, vielleicht kann er auch Kaffeemaschinen reparieren. Vielleicht geht er bowlen? Wie soll das funktionieren? Nö. Was steht da überhaupt drauf? Wie soll das klappen? Noch Mann, was weiß ich denn? Du mit deiner Erzählerstimme. Geh mal hier weiter! Ach, wo war denn jetzt hier da zum Flipper? So, zum Tresen. Flipperstecker. Ich habe einfach keinen Grund dafür. Okay. Das ist der Stromstecker für den Flipperautomaten. Ja, nee, ist klar. Finde ich auch. Ja, nee, ist klar. Ach man, hier ist doch auch Mülleimer. Warum nimmt er sich nicht mit dem... Das kann ich nicht machen. ...kleinere Mülleimer zufrieden? Ja, nee, ist klar. Mann, nimm das Ding weg. Mann, ey. Luna. Der Müllcontainer ist abgeschlossen. Ohne Schlüssel komme ich nicht weit. Stimmt, habe ich vergessen dir zu sagen. Die Katze, die hier immer rumstreunt, frisst am liebsten Bacon. Deshalb klettert sie immer in den Container und macht dabei einen Heidenlärm. Ich stelle schon immer Katzenfutter daneben, aber sie will nur den Bacon. Also muss ich den Container abschließen. Hier hast du den Schlüssel. Ich soll... Ja, hallo. Ich, ja, okay, Luna. Okay, Luna. Ich soll die also nicht nur rausbringen, sondern ich soll die auch in den Müllcontainer tun, der dafür vorgesehen ist. Hallo, wo geht's denn jetzt hier weg, Mann? Nein. In den... Hallo! Meine Herren, ey. Ausgang, ich hab... Danke. Eieiei. So, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Schlüssel? Sogar Lunas Abfälle riechen gut. Eieiei. Mit das Schloss. Nimm das, du Schloss! Klack und offen. Und weg. Container auf. Naja, einfachste Grafikkulisse ist manchmal die beste. Sogar Lunas Abfälle riechen gut. Ja, das wissen wir doch. So, der alte Kaffeemaschine. Ja. Ach, verdammt, ich kriege die Kaffeemaschine nicht in den Müllcontainer gehoben. Naja, stelle ich sie einfach daneben. Wofür haben wir jetzt... Oh, was ist das? Der alte Kaffeesatz, den kann ich bestimmt noch gebrauchen. Ja, daraus kann ich dann nicht entkoffinierten Kaffee machen. Aber warum? Also, ich meine, warum habe ich daneben... egal. Was haben wir denn da drin? Container zu. Ach so, okay. Kaffeesatz. Guck mal, da ist sogar eine Kaffeebohne dabei. Eieieiei. Nein! Container das, auf. Container zu. Container zu. Kann ich damit jetzt noch was machen? Vielleicht, wenn ich die letzten Reste rausnuckel. Nee. Nee. Okay, Bacon vielleicht auch irgendwann interessant. Gut, aber ich hatte da keinen... Oder muss ich einfach nur ihm den Kaffeesatz geben? Das ist... Nö. Nein, nicht, Nö. Nö. Luna muss nochmal helfen. Luna. Wenn du mir schon keinen Kaffee machen willst, magst du mir dann wenigstens einen Tee kochen? Jerry McPartlin, ein Rockstar, trinkt Tee. Was für eine Schlagzeile.
Das wäre dann die erste Schlagzeile in meiner Karriere. Tja, deine erfolgreiche Karriere, für die du unbedingt in die Welt hinaus musstest, scheint sich an einem Tiefpunkt zu befinden. Deine Karriere, für die du deinen Bruder im Stich gelassen und deinen Hangar aufgegeben hast. Und auch mich. Naja, lassen wir das. Was macht eigentlich dein Hangar? Ich will es gar nicht wissen. Warum nicht? Zu viele alte Erinnerungen. Wie steht's eigentlich mit dem Tee? Na schön. Den hat sich mein Ritter mit der glänzenden Pomade wohl verdient. Nach dem Kampf mit diesem Kaffeemaschinenmonster. Okay, das letzte Wort wird hier anscheinend nicht so oft mitgelesen. Okay, Luna. Ich bin dann erstmal wieder. Alles klar. Aber verschwinde nicht wieder einfach so. Nö, nö. Haben wir jetzt heißes Wasser oder Kamillentee-Kacke? Soll ich den da reintun? Ja. Voila, Kaffee. Oder zumindest etwas, was so ähnlich ist. Mmh, leckerlich, leckerlich. Kamille-Kaffee. Oh. Das sollte ihn aufwecken. Hey, Wick, was war denn so wichtig, dass ich kommen sollte? Luna ist in Gefahr? Und mein Bruder auch? Dieselbe Zeile. Schön dich. Erstmal Kaffee. Komm, der kommt mit seinen kurzen Füßen gar nicht auf den Boden. Errungenschaft! Freigeschaltet! Wake up! Boah. Schmeckt der Kaffee furchtbar. Der schmeckt mir ja noch Shishis Moos und Baumrindensuppe besser. Jerry, bei Mr. B's billigen Toupet. Es ist verdammt schön, dich zu sehen. Hast du mal einen Brief bekommen? Ja, was ist denn los, Wick? Von den furchtbaren Dingen hast du schon gehört, oder? Von den Morden, die hier passiert sind? Ja, Luna hat mir davon berichtet. Furchtbar, oder? Alle tot, Jerry. Hier geht ein böser Geist um. Ich habe mich ins Traumland begeben, um Visionen zu bekommen, was zu tun ist. Und ich habe Schreckliches gesehen. Schreckliches? Ja, Luna ist in Gefahr und dein Bruder Bobby auch. Aber ich habe auch dich gesehen. Du und nur du kannst alles verhindern. Ich? Ja, du, Jerry. Und du weißt, dass meine Visionen immer zutreffend waren, oder? Ja, Wick. Vor allem die, dass wenn ich mich bei Luna nicht benehmen würde, ich ein paar Zähne verlieren würde, habe ich immer für sehr real gehalten. Ach, Jerry. Das sind doch nur ein paar Sachen gewesen, die ich euch erzählt habe, als ihr noch klein wart, damit ihr keinen Unsinn anstellt. Ich dachte eher, dass mit der alten Mrs. Bradford oder die Geschichte mit Hanging Harry... Ja, jetzt wo du es sagst, ich erinnere mich. Das hat alles irgendwas mit diesem Paket zu tun, das ich von deinem Bruder Bobby bekommen habe. Leider war ich mit dem Wagen noch kurz in der Stadt und die Spinellis haben ihn abgeschleppt, bevor ich es nach Hause geschafft habe. Geh und besorg mir meinen Pickup wieder. Dann sind wir dem finsteren Geheimnis, das diese Stadt im Würgegriff hält, wieder wesentlich näher. Okay, wir müssen ein Auto wieder beschaffen. Kein Problem. Ich kann mich ja auch nur hier am Diner umgucken. One, two. Eieiei. Kann ich denn jetzt vielleicht wohin fahren? Mit meinem Brumm-Brumm? Ja, kann ich. Dieser Ladebildschirm ist schon nicht schlecht. Cooler Automat. Ich hab gedacht, das wäre ein Plumpsklo. Der ist zu schwer zum Tragen. Was? Wieso tragen? Benutzen? Mr. B's Spezialcola. Erst muss man für die Flasche bezahlen. Und dann für den Inhalt. Er nannte das Ganze Mikrotransaktion im Automatenbusiness. War nicht schlecht. Plakat. Nein, danke. Die Queen of Doo-Wop tritt heute im Club 27 auf. Okay, diese Leiter ist, ja, egal. Sie ist egal. Kann ich nicht benutzen, schade. Wer ist da? Ich hoffe nicht der Mörder. Oder der Dämon, von dem Vic war ja immer erzählt. Ich bin es, Jerry. Der Jerry, der mit euch schon als kleines Kind auf diesem Schrottplatz gespielt hat. Das kann ja jeder sagen. Genau. Und woher wissen wir, dass du dir keinen Dämon eingefangen hast? Einen Dämon einfangen? Ja, so viel wie du in Amerika auf Reisen warst, wer weiß, wo du da überall warst. Überall schon. Siehst du? Siehst du?
Du hast dir bestimmt einen Dämon eingefangen. So etwas würde ich nie tun. Und woher sollen wir das wissen? Genau. Er könnte auch der Dämon sein, der Jerrys Form angenommen hat. Und woher soll der Dämon wissen, wie ich aussehe? Ich meine, ich war ja immerhin ein paar Jahre nicht mehr hier. Er könnte dich auf Reisen getroffen haben. Und sich dann gedacht haben, was für ein netter junger Rock'n'Roll-Star. In den verwandle ich mich mal schnell und dann besuche ich seinen Heimatsort. Warum denn nicht? Heimat. Seit Papa Spinelli von diesem Monster angegriffen wurde, halte ich alles für möglich. Schlüsselmacher Spinelli wurde angegriffen? Ist er schwer verletzt? Ja, er ist jetzt im Krankenhaus. Psst, Mann, musst du dem Dämon alles verraten? Entschuldigung. Aber ich bin kein Dämon. Und woher sollen wir das wissen? Wir könnten es mit Musik probieren. Mit Musik? Ja, böse Menschen kennen keine Lieder. Und Dämon bestimmt auch nicht. Ja, lass es uns mit Musik probieren. Dämon, bist du einverstanden? Was bleibt mir denn für eine andere Wahl? Keine. Dämonen haben keine Wahl. Also, wir singen nun ein Doo-Wop mit dir. Wenn du mitsingen kannst, und das wird dir als Rockstar sicherlich nicht schwerfallen, dann reden wir mit dir. Ansonsten nicht Dämon. Was? Skibbidi, skibbidi da, skibbidi do. Man merkt auch nur, dass die Sprachausgabe ein wenig komisch ist, dass die Leute nur ein klein wenig ihre Stimme verstellt haben. Oh na, Chuchu, Wudi, Chup. Ach Gott, nee. Lalelu, der Gino hat keine Schuhe. Tidli, Tidli, du, du. Oh Gott, ist das schräg. Chuchu, wop, da, Chuchu, wop. Ha, ich hab's doch gewusst. Du bist der Dämon. Ja, lass uns schnell die Polizei rufen. Was? Kommen die überhaupt noch raus? Oder haben die sich nicht auch schon komplett hinter den Türen verschanzt? Verdammt, wir sind auf uns allein gestellt. Wage es ja nicht, hier reinzukommen, Dämon. Hier komme ich so nicht weiter. Vielleicht soll ich es in der Stadt versuchen. Ja, verschwinde bloß von hier, Dämon. Und seine Erzählerstimme ist auch immer so, dass die Leute, die in der näheren Umgebung stehen, es auch mitkriegen. Das ist schon sehr faszinierend. Dies ist der Schrottplatz der Spinellis. Was ich in diesen Schrottbergen alles verbergen soll. Lauter geheimer Kram. Aber das sind sicher nur Gerüchte. Wir versuchen es nochmal. Ohne den Duo abzukönnen, ist ein weiterer Versuch sinnlos. Nachher tun mir die Spinellis noch was an. Okay, also ich kann es tatsächlich nicht machen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist einfach Try-and-Error-Prinzip. Aber ich... ach, guck mal an. Wir können in die Stadt. Wie geil. Das ging ja schnell. Zwei neue Orte innerhalb von... ach, jetzt sind wir hier wieder. Ach so, unsere Füße, unser Auto und unser Kofferraum. Okay. Warum auch immer wir unsere Füße als Hotspot nutzen können. Das Plakat, das noch ein Plakat. Und wir gehen auf Gras und es hört sich so an, wieder als wenn... naja, egal, lassen wir das. Wo will er hin? Wo will er hin? Nein, danke. Ich glaube, ich habe genug Doo-Wop für die nächsten paar Jahre. Ja, aber vielleicht steht da der Song. Die Queen of Doo-Wop tritt heute im Club 27 auf. Wo ist der Club 27? Post. Na, hier nicht. Aber hier könnte ich vielleicht mal mich um den Brief kümmern. Oh, die ist sogar offen. Was? Was? Wer da? Jerry McPartlin. Okay, beweg dich so wenig wie möglich. Ich hab dich genau im Auge. Hä? Ed. Im Moment habe ich keine Briefe zu verschicken. Aber zu empfangen. Okay, dann nicht. Schlüssel! Ah, gucke an. Der Spinelli-Schlüssel Nummer 34. Und warum hängt der hier so offen? Und warum kann ich den so offen mitnehmen? Und mit Ed kann ich auch nicht sprechen. Im Moment habe ich keine Briefe zu verschicken. Das ist Ed. Oder ist es Ted? Oder Fred? Mist, ich kann die drei nicht auseinanderhalten. Diese Zwie... das war auch ein geiler Witz, der jetzt leider kaputt ist. Aha. Gut, wir haben einen Schlüssel. Also, Post gleich Schlüssel. Naja, das mit dem Doppelklick und dem Rennen, das ist jetzt nicht ganz so geschickt gelöst. Okay, hier geht's nicht weiter. Das Klacken kann einen schon ein bisschen auf den Zeiger gehen. Man hat hier wirklich null Anhaltspunkte, deswegen verzeiht es mir, wenn ich hier die ganze Zeit auf die Hotspot-Taste drücke. Halt, da geht's nochmal. Hallo, hier, hier.
Weg zum Backstage. Moment mal, ist das der Club 27? Was war das denn? Kellertür. Garderobentür. Fenster. Zur Regie. Ausgang. Moment, ich will noch mal gucken. Ach, jetzt muss ich mal wieder laden. Oh. Ah, ich will noch mal gucken, ob ich vor... Club 27. Jawohl, das ist er. Tonight in Concert. Nichts. Das ist nicht viel. Kassendame ist auch nicht... Was ich als Minuspunkt ansehen möchte, ist, dass es hier wirklich total menschenleer ist. Also für eine Stadt, und gerade jetzt hier für so einen Club, wo eigentlich ja der Bär steppen müsste, ist es ein bisschen dünn. Abgeschlossen. Okay. Garderobentür. Er hat sich jetzt auch wieder komisch in die... Da habe ich jetzt auch sehr komisch in die Kurve gelegt. Sind Sie der Doo-Wop-Star? Wer will das wissen? Na, ich, ja. Wer denn sonst? Und wer ist ich? Ich bin Jerry McPartland. Nie gehört. Ein Mörder geht hier um und ich werde meine Garderobentür niemandem öffnen, den ich nicht kenne. Ach, geht das schon wieder los? Was geht schon wieder los? Na, dass ich vor verschlossenen Türen stehen bleibe. Ja, was denken Sie denn? Dass ich Sie mit einem Blumenstrauß empfange? Sie könnten immerhin der Mörder sein. Ich bin aber nicht der Mörder. Ja, das sagen Sie. Ja, natürlich, weil ich es nicht bin. Und der Mörder würde das Gleiche sagen. Ich bin aber nicht der Mörder. Und ich bräuchte mal Ihre Hilfe. Ach, sieh an. Welch verwinkelter Schachzug. Könnten Sie mir Doo-Wop erklären? Natürlich könnte ich das tun. Aber so einen Wildfremden, der vielleicht der Mörder ist... Ich bin kein Mörder und ich bin auch kein Dämon. Wer hat denn behauptet, dass Sie ein Dämon sind? Ach, niemand. Ach, und warum verneinen Sie es dann von vornherein? Sind Sie vielleicht doch ein Dämon? Nein! Ich bin nur jemand, der gerne wissen möchte, wie Doo-Wop funktioniert. Gut, ich glaube auch nicht an Dämonen. Aber warum wollen Sie wissen, wie Doo-Wop funktioniert? Um den Schrottplatzbrüdern zu beweisen, dass ich kein Dämon bin. Ach so. Na, dann will ich mal nicht so sein. Das heißt, Moment, wenn Sie nun doch der Mörder sind? Ich bin aber nicht der Mörder! Ja, das sagen Sie. Aber wenn Sie lügen, dann habe ich Ihnen zu einem Mord verholfen. Ich bin Jerry McPartland, verdammt nochmal! Ich bin hier aufgewachsen. Ich kannte sogar Sam Sedaka, die Ortsberühmtheit. Sie kannten Sam Sedaka? Also wenn Sie mir das beweisen können, dann glaube ich Ihnen. Sam Sedaka würde sich niemals mit Mördern abgeben. Wie denn? Ich hatte mal ein Autogramm von ihm, aber das habe ich beim Pfandleiher abgegeben, als ich die Stadt verlassen habe. Na, dann besorgen Sie es doch wieder. Wo soll ich das denn herbekommen? Na, beim Pfandleiher. Na, ich kann es ja mal versuchen. Zum Pfandleiher. Das Spiel ist schräg. Das ist einfach nur schräg. Ich bin Rockstar, kein Glaser. Gut, ich bin beides nicht, aber Glaser ist keine Alternative. Ich bin Rockstar, kein Glaser. Gut. Seht ihr, was ich meine? Oh, obwohl es hier viele, viele Probleme gibt, so was Sound und Grafik und Synchronizität angeht. Ich gehe jetzt nicht auf die Bühne und störe. Aber hey, das Spiel ist cool. Und Freunde, ob ihr mir glaubt, dass ich nicht der Dämon bin und nicht der Rockstar und eigentlich nicht ein Let's Player, egal, das können wir alles im nächsten Teil erfahren. Hier ist nämlich jetzt Schluss. Ich setze mich jetzt ans Rendern und lade die Teile hoch und dann hoffe ich, euch freut dieses doch sehr interessante Spiel zu sehen und in den nächsten Tagen, wie gesagt, wird noch was anderes kommen. Saints Row wird weitergehen, GTA 5 wird auch noch weitergehen, keine Sorge und dann sehen wir uns alle wieder hier beim nächsten Mal. Also bis dahin, NRWBoy18. Adieu.